Hallo, ihr Neugierigen. Wenn ihr Orlando Bloom mögt und die Entwicklung seiner Karriere verfolgt, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die Liste seiner Liebschaften wahrscheinlich länger ist als die seiner Filmografie. Der Schauspieler suchte sein Glück vor allem bei Schauspielerinnen und Models. Seine erste ernsthafte Beziehung war mit Miranda Kerr, aber sie endete nach etwa 3 Jahren. Aktuell versucht der Schauspieler mehr denn je, sich ein festes Leben in der Beziehung mit Katy Perry zu schaffen. So sehr, dass die beiden bereits eine Tochter erwarten. Tja, aber wisst ihr, dass er sich schon sehr anstrengen musste, bevor er seine neue Liebe gefunden hat? Das hat ihn viel Aufopferung gekostet. Bleibt dran, um alles über das Liebesleben von Orlando Bloom zu erfahren, aber nun vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und uns den Daumen nach oben zu geben. Bevor wir euch die lange Liste der Frauen verraten, mit denen Orlando eine Liebesgeschichte geschrieben hat, seien es Gerüchte oder bestätigte Informationen oder gar längere Beziehungen gewesen, müsst ihr eins wissen. Die Tatsache, dass es viele Frauen gibt, die durch sein Leben gegangen sind, macht es sehr schwierig, die chronologische Reihenfolge einzuhalten und sie alle zu erwähnen. Aber wir versprechen, alles zu tun, was wir nur können. Beginnen wir im Jahr 2001, denn in diesem Jahr hatte der 24-jährige Orlando eine kurze Affäre mit der britischen Schauspielerin Sienna Miller. Übrigens werdet ihr im weiteren Verlauf unserer Erzählung sehen, dass der Schauspieler einen sehr unterschiedlichen Geschmack hatte und mit Frauen aus unterschiedlichen Kontinenten liiert war. Ein Jahr später wurde Orlando Bloom etwas reifer und begann eine längere Beziehung mit der amerikanischen Schauspielerin und dem Model Kate Bosworth. Ha, wie wir gesagt haben, von einem Kontinent zum anderen. Diese Beziehung endete nach weniger als 4 Jahren im Jahr 2006. Es gibt jedoch Gerüchte, dass der Schauspieler während dieser Beziehung seiner Partnerin gegenüber nicht fair gehandelt habe. Angeblich hatte er 2003 eine Affäre mit einem dänischen Model und einer Fotografin Helena Christensen gehabt. So, es scheint, dass der schöne Orlando eine Schwäche für Models von Victoria's Secret hat. Leo DiCaprio ist also nicht der Einzige. Nun gehen wir zum Jahr 2005 über, als Orlando mit Vanessa Minnillo, heute Lachey, zusammen war. Über diese Frau werden wir später noch etwas sagen. Aber 2 Jahre später, im Jahr 2007, ging das Gerücht um, dass der Schauspieler sehr liebevoll mit dem Star von Pirates of the Caribbean, Naomi Harris, umgegangen war. Tatsächlich war Naomi nicht die einzige Schauspielerin vom Set einer gemeinsamen Produktion, mit der Orlando auch im Privaten verbunden war. Im Jahr 2013 gab es Gerüchte, dass Orlando auch mit Liv Taylor etwas hatte. Später im selben Jahr ging das Gerücht um, dass der Schauspieler eine Affäre mit dem kolumbianischen Model, der Schauspielerin und Moderatorin Caroline Guerra hatte. Wie wir bereits erwähnt haben, hat Bloom internationalen Geschmack. Aber wartet noch, denn wir sind noch nicht ganz fertig damit. Im Jahr 2014 war Orlando mit einer anderen Schauspielerin, Condola Rasche, zusammen. Und dann, im selben Jahr, soll es sich mit der französischen Schauspielerin und Sängerin Nora Anne-Seder leidenschaftlich geküsst haben. Das Jahr 2014 scheint für den Schauspieler unglaublich emotional gewesen zu sein. Aber bestimmt war er auch diesmal kein Langstreckenläufer. Orlando wurde mit Selena Gomez fotografiert und dann wurde es auch schnell laut, dass sie sich treffen würden. Oh, und dass wir es nicht vergessen, im selben Jahr hieß es, Bloom habe eine Affäre mit der in Bulgarien geborenen kanadischen Schauspielerin Nina Dobrov, die vor allem aus Vampire Diaries bekannt ist. Wie man von dieser Liebesliste erkennen kann, hatte Orlando eine besondere Vorliebe für Frauen aus Nord- und Südamerika oder aus Europa. Aber anderen, unbestätigten Gerüchten zufolge, wurden Orlando auch andere schöne Frauen nachgesagt, darunter Sophie Dahl, ein englisches Model und Schriftstellerin, Luisa Moraes, ein brasilianisches Model und Malerin und Laura Payne, ein britisches Fitnessmodel. Und was ist mit Schauspielerinnen? Natürlich stehen sie auf dieser Liste ebenfalls. Es wurde gesprochen über seine Beziehung mit Lindsay Lohan, Kirsten Dunst, Jennifer Aniston und sogar Penelope Cruz. Ist diese Liste nicht beeindruckend? Aber lasst uns hier ein wenig anhalten und etwas in der Zeit zurückgehen. Denn wir wissen nicht, wie es euch dabei geht, aber wir haben bei all diesen Namen ein wenig den Faden verloren. Halten wir kurz im Jahr 2010 an. Das war eine sehr wichtige Zeit für den Schauspieler. Damals schien es, als sei er der flüchtigen Bekanntschaften und der sich schnell verbreitenden Gerüchte müde geworden. So beschloss er, oder versuchte zumindest, sich ein stabiles Leben aufzubauen und heiratete das kanadische Victoria's Secret Model Miranda Kerr. Wahrscheinlich hatte er schon fest vor, den Kurs seines Lebens zu ändern, denn sie heirateten. Ein Jahr später, im Jahr 2011, wurde Orlandos und Mirandas Sohn Flynn geboren, als der Schauspieler 34 Jahre alt war.
Leider dauerte das Glück an der Seite des Models und ihre Ehe nicht lange. Sie ließen sich nach nur 2 Jahren Ehe scheiden. Das große Plus für die ehemaligen Ehepartner ist, dass sie sich in Bezug auf die Erziehung des Kindes um eine gute Vereinbarung bemüht haben. Orlando hat sich sehr für das Leben des kleinen Flynn eingesetzt. Heute hat der 9-jährige Junge eine großartige Beziehung zu seinem Vater. Außerdem haben nicht nur Vater und Sohn ein gutes Verhältnis. Katy Perry, Orlandos derzeitige Partnerin, ist auch eine großartige Stiefmutter, mit der Flynn gerne Zeit verbringt. Aber Moment mal, bevor wir uns der zukünftigen Frau Bloom zuwenden, die zurzeit ihr erstes Kind von Orlando erwartet, müssen wir euch noch etwas sagen. Wusstet ihr, dass der Schauspieler 6 Monate lang im Zölibat lebte, bevor er Katy traf? Und er ist nicht der Einzige, der solche Erfahrungen gemacht hat. Wisst ihr, wer das noch getan hat? Tja, das Zölibat. Wenn ihr gut zugehört habt, erinnert ihr euch, dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir noch zu Vanessa Lachey zurückkehren werden. Und das tun wir jetzt. Nun, das betrifft weniger Vanessa selbst als vielmehr die Ex-Frau von Vanessas aktuellen Mann, nämlich Jessica Simpson. Diese behauptete, dass sie keine intimen Kontakte gehabt hätte, bis sie 22 Jahre alt geworden sei. Dies musste ihr wahrscheinlich sehr viel bedeuten, weil sie bis zu ihrer Hochzeitsnacht warten wollte, um sich ihrem damaligen Ehemann Nick Lachey als ersten Mann voll hinzugeben. Was meint ihr, sind solche traditionellen Entschlüsse bewundernswert? Und wenn wir über blonde Popstars sprechen, wie könnten wir Britney Spears vergessen? Die junge Britney wurde berühmt für ihre eingängigen Songs, aber auch, weil sie, als sie 1998 berühmt wurde, sagte, sie werde ihre Jungfräulichkeit bis zu ihrem Hochzeitstag bewahren. Allerdings hatte sie in diesen Angelegenheiten nicht so viel Selbstverleugnung wie Jessica, denn sie verlor ihre Jungfräulichkeit mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake. Allerdings haben solche Gelübde nicht nur Frauen gemacht. Wie mal Lenny Kravitz selbst sagte, blieb er 3 Jahre lang im Zölibat, weil er wartete, dass jemand Besonderes in seinem Leben auftauche. Ein anderer Mann mit solchen Versprechen war Colin Farrell. Er versicherte, dass er auf intime Kontakte sogar 6 Jahre lang verzichtet habe. Ja, und nun kehren wir wieder zum Star unseres Videos zurück. Also Orlando Bloom sorgte für Aufsehen, als er sagte, dass er, bevor er Katy traf, beschlossen hatte, 6 Monate lang im Zölibat zu leben. Wo hat er das denn her? Nun, der Schauspieler erklärte, er brauche das, um viele Dinge zu durchdenken und vor allem, um den Kopf an der richtigen Stelle zu halten. Es war wahrscheinlich ziemlich schwierig für ihn, wenn man seine vielen Liebesabenteuer bedenkt und das, wie selten oder gar nicht er allein war. Laut einem Interview, das er Sunday Times gab, traf er diese Entscheidung, als sein Freund, der Surfer Lade Hamilton, ihm vorgeschlagen hatte, es mit dem Zölibat zu versuchen. Das war im Jahr 2016 und Orlando war offenbar mit seinem Leben, insbesondere mit seinem Liebesleben, überhaupt nicht glücklich. Deshalb riet ihm sein Freund, dass, wenn er eine ernsthafte Beziehung aufbauen will, sollte er ein paar Monate im Zölibat verbringen. Während dieser Zeit sollte er über sich selbst und sein Leben nachdenken und darüber, wie man das Leben mit einer Frau teilt. Und tatsächlich tat dies der Schauspieler, aber statt 3 Monaten, die er sich ursprünglich selbst auferlegt hatte, wurden es 6 Monate. Der Schauspieler gestand, er wollte eine monatelange Pause von Dates einlegen, aber in dieser Zeit, in der er keine intimen Kontakte gehabt habe, habe sich auch seine Herangehensweise an viele Dinge geändert. Er meinte, er habe die Art und Weise genossen, wie er mit Frauen umgehe und dass es in ihm selbst so viel Zärtlichkeit und Feingefühl gebe. Aus diesem Grund beschloss der Schauspieler, seine anfängliche Herausforderung zu verlängern. Und was kann man nun sagen? Das Warten hat sich definitiv gelohnt, denn dank des neuen Lebensstils fand Orlando die wahre Liebe, die zwischen ihm und Katy Perry entflammte. Und obwohl beide zunächst versuchten, es zu verbergen, waren die starken Gefühle zwischen ihnen einfach offensichtlich. Tatsächlich gestand Katy, dass ihre Beziehung zu Orlando weitaus besser sei als jede andere, die sie je gehabt habe. Und wie sehr sie verliebt sind, kann man auf all ihren gemeinsamen Fotos sehen. Aber, nicht immer ist alles schön, einfach und bunt, denn trotz der Tatsache, dass das Paar von Anfang an so verliebt war, ging ihre Beziehung durch eine Menge Auf und Abs. Im März 2017 teilte US Weekly mit, dass Katy und Orlando beschlossen haben, eine Beziehungspause zu machen und voneinander Abstand zu nehmen. Damals hieß es, dass sie sich weiterhin gegenseitigen Respekt zeigen und gute Freunde bleiben würden. Perry hatte sich sogar auf ihrem Twitter dazu geäußert. Nach der Trennung kann man immer noch Freunde sein und die ehemaligen Partner lieben. Niemand ist ein Opfer oder ein Schurke. Aber 5 Monate nach der Trennung wurde das Paar zusammen bei Ed Sheerans Konzert gesehen. Anscheinend wollten sie in ihrem Leben immer noch sehr präsent sein.
Als Katie dann nach diesem Treffen gefragt wurde, sagte sie, es sei schön, die Menschen, die man liebe, um sich herum zu haben. Im Februar 2018 stellte sich dann heraus, dass Katie und Orlando beschlossen, wieder zusammen zu sein. Sie veröffentlichten ihre gemeinsamen Fotos in sozialen Medien und debütierten sogar zusammen auf dem roten Teppich während einer Party in Monaco. Offenbar waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass sie füreinander geschaffen sind und dass dies der Beginn einer langen Beziehung war, weil sie auch schon über Kinder nachdachten. Anfang 2019, genau im Februar, hatte niemand Zweifel daran, dass die Dinge zwischen ihnen wirklich ernst waren. Orlando machte Katie einen Heiratsantrag, worüber die Sängerin in einer Radiosendung berichtete. Sie verriet, dass sie sich in einem italienischen Restaurant getroffen hätten und Orlando sehr elegant ausgesehen habe. Und das sei ihr etwas verdächtig vorgekommen. In welchem Moment habe er ihr den Heiratsantrag gemacht? Tja, sie sind doch Millionäre. Nach dem Abendessen stiegen sie in einen Hubschrauber, in dem Orlando Bloom diese wichtige Frage stellte. Und als sie auf dem Dach eines Gebäudes landeten, warteten dort ihre ganze Familie und ihre Freunde auf das frisch verlobte Paar. Nach der Verlobung begann das Paar sofort mit der Planung der Hochzeit. Anscheinend sollten sie die Vorbereitungen für die Zeremonie vor Weihnachten abschließen, aber die Zeremonie wurde verschoben. Nach US Weekly wurde die Hochzeit aufgrund von Problemen mit dem Veranstaltungsort verschoben. Und der Ort sollte außergewöhnlich sein. Katie und Orlando waren für das wunderschöne 800 Jahre alte Ashford Castle in Irland begeistert und dort wollten sie sich das Ja-Wort geben. Späteren Berichten zufolge sollte das Paar Anfang 2020 heiraten, aber soweit wir wissen, ist noch nichts geschehen. Oder doch? Die Sängerin und der Schauspieler erwarten doch schon ein Kind. Wie der 43-jährige Orlando verriet, für den es das zweite Kind sein wird, soll er nun Vater von einer Tochter werden. Für die 35-jährige Katie wird es das erste Kind sein. Glaubt ihr, dass sie es schaffen werden, eine glückliche Familie für viele Jahre zu bilden? Ja, und nun wieder zurück zu euch. Glaubt ihr, dass Orlando sein üppiges Liebesleben wirklich hinter sich hat? Glaubt ihr, dass das Zölibat ihm tatsächlich geholfen hat, die wahre Liebe zu finden und eine dauerhafte Beziehung mit Katy Perry aufzubauen? Oder ist es nur so, weil sie einfach die richtige ist? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare und nun vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, von euch etwas zu hören. Bis zum nächsten Mal.